Wir haben heute eine völlig heftige Änderung, die das ganze Spiel verändert. Eine Reihe an neuen Weltrekorden, die so möglich ist. Und mein höchster Brawler, den ich jemals erreicht habe, sehen wir alles im heutigen Video. Viel Spaß! Wir starten am Freitag, den 1. Februar um 9 Uhr, also kurz bevor die neue Season und der neue Brawl Pass rauskommen soll, kommt man plötzlich nicht mehr ins Spiel. Ich suche ewig, bis ich irgendein Match finden kann und dann ist alles komplett verbuggt, denn ich komme gleichzeitig in mehrere Spiele und in mehrere Lobbys einmal rein. So, hier sehen wir es nochmal, ich bin endlich drin. So, ich bin mitten in der Runde eigentlich und plötzlich passiert einfach das hier. Also da war ich wirklich komplett verwirrt. Ich bin plötzlich in eine völlig andere Runde einfach reingeworfen worden. Also das Matchmaking oder ja, das Matchmaking, also die Spielersuche, ist komplett verbuggt. Auch jetzt gerade komme ich einfach nicht in Wiederholungen oder in Brawl TV zum Beispiel rein, weil es wahrscheinlich einfach überlastet ist. Und Frank hat hierzu Folgendes getwittert, also der Manager bei Supercell, bei Brawl Stars direkt. Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler übersteigt unsere Erwartungen. Es ist mit etwas seltsamer Spielersuche und allgemeiner Langsamkeit, zum Beispiel bei Angeboten, zu rechnen. Wir mussten auch die Matchmaking-Regeln etwas lockern, um die Situation zu verbessern. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, die Dinge sollten sich gleich regeln. Also genau, was bedeutet das? Ross, es ist einfach so beliebt, dass sie nicht mal damit gerechnet haben, dass so viele Spieler gleichzeitig spielen würden weltweit. Und deswegen sind die Server völlig überlastet und das Matchmaking hat nicht mehr funktioniert. Deswegen haben sie das Matchmaking verändert und vereinfacht und damit auch Pushen leichter gemacht. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Die Folgen davon sind aber extrem. Wir sehen hier nochmal den Weltrekord von letzter Season. Der wird nach 2 Jahren zum ersten Mal gebrochen und zwar der erste Brawler über 4000 Trophäen. Am Ende hat es Seni auf 4500 Trophäen geschafft. Ein absolut kranker Weltrekord mit über, ich glaube auch 1500 Trophäen Vorsprung auf Platz 2 mit den höchsten Trophäen mit einem Brawler in der letzten Season. Und dann plötzlich das. Mitten am Anfang der Season. Wir sind ja erst 3 Tage in der Season drin. Wir sind inzwischen schon kurz vor den 600.000 Abonnenten. Das ist einfach nur heftig. Weiterhin danke für den heftigen Support. Wenn ihr kein Brawl Stars verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Danke. Mein Fakt ist auf jeden Fall, jetzt gerade dürfte der höchste Brawler normalerweise erst auf 2000 sein. Und dann bin ich in die Ranglisten gegangen und dann das hier, passt auf. Ein Cold auf 4500 Trophäen. 5x3, by the way, also schon der neue Weltrekord, aber es wird noch krasser. Mandy auf 4689 Trophäen. Neuer Weltrekord. So hoch war noch nie ein Brawler und das innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden sogar. Karl ebenfalls auf 4685 Trophäen. Und Bo auf 4502 Trophäen. Ich glaube, einen habe ich sogar noch vergessen. Dynamite nochmal mit 4691. Und tatsächlich hat Snake, der deutsche Pro-Spieler, gegen diese Accounts gespielt. Dadurch haben wir Gameplay und können sehen, wie das Ganze möglich ist. Und was ihr jetzt sehen werdet, ist unfassbar. Er hat hier die ganze Runde gewonnen. Schaut sich die Accounts an und hier sehen wir es schon. Das sind die drei. Ne, das ist einmal die Mandy, das ist der Cole und der Dynamite. Hier ist auch Run Trick Diner, das ist genau den. Genau den, den wir hier auch in der Liste sehen mit 4691. Zu diesem Zeitpunkt ging es noch einigermaßen. Sie waren so auf 1700. Junge, wie schnell müssen sie auch gepusht haben? Aber jetzt schaut mal hier rein. Wie haben die gespielt, fragt man sich. Und Junge, der Account überhaupt, ne? Es ist der einzige Brawler, der hoch ist. Wir schauen mal gleich, wie das gleich nochmal genauer aussieht. Aber die Frage ist eher, wie genau spielen die das? Und wie ist das jetzt möglich mit dem neuen Matchmaking? Okay, look at this. Also schaut euch das an. Wie haben die das gemacht? Hier, Dynamite geht direkt mit Stun rein, verfehlt den Stun komplett und hat keine Chance. Es ist ein grauenvolles, also, no front, ein nicht besonders gutes Gameplay, was man jetzt erwarten würde. Hier, er hat noch Jumpstar-Power. Cold ist AFK am Anfang. Also sie spielen komplett daneben. Die Kombi macht auch nicht wirklich Sinn eigentlich. Und ihr seht hier, total leichtes Spiel hier für Snake. Und seine Mates hier zu besiegen. Also wie kann es sein, dass die hier sich einen Weltrekord geschnappt haben? Mit Abstand innerhalb von wenigen Stunden. Und die Antwort ist tatsächlich relativ einfach. Man kann nämlich den Kampfverlauf, also nee, wie heißt es, den Kampflog. Den Kampflog kann man sehen, wie genau sie die Trophäen gepusht haben. Grüße gehen an der Stelle raus an Lapsa, ist auch in der Beschreibung verlinkt, macht auch geilen Pro-Content. Und ihr seht, so ist das Ganze möglich, relativ leicht. Und zwar, die waren zu dritt in einem Team, also hier sehen wir übrigens auch mal den Karl. Und auch einen Bo noch, also die anderen, also das haben wir eigentlich wirklich alle Brawler in diesen Teams zusammen gesehen. Und dann facen die sich einfach gegenseitig. Wir sehen hier auf der anderen Seite einfach hier einmal den Cold, ne? Und dann haben die immer wieder in Folge gegeneinander gespielt. Das ging einfach. So, hier nochmal runtergescrollt, also es geht immer so weiter, ne? Es geht immer so weiter, der Cold ist einfach ins andere Team gegangen. Und dann hat der Cold wahrscheinlich dann in dem Fall den Win geschenkt, schätze ich jetzt mal. Genau, hat den wahrscheinlich dann den Win geschenkt.
Und dann sind die so hochgepusht. WTF, das ist ja übel dumm. Ja, da sieht man es nochmal, den kompletten Kampfverlauf. Wow, und dann kriegen halt alle drei Brawler. Das bedeutet, hier waren die noch ganz am Anfang und haben das dann halt komplett ausgenutzt. Das ganze Matchmaking-System wurde nämlich so gelockert, dass man ab jetzt auf egal welcher Höhe sofort einen Gegner gefunden hat und auch mehrfach in Folge gegen denselben Gegner immer wieder spielen konnte. Und das haben die einfach ausgenutzt. Das heißt, gerade wenn sie dann auf 3.000, 4.000 waren und gleichzeitig gesucht haben, gab es natürlich direkt nur eben jemand anderen auf der Höhe mit 4.000, und zwar den Kollegen, den sie eben auch hochgepusht haben. Man muss fairerweise sagen, sie müssen erstmal irgendwie auf diese 1.250 gekommen sein, aber danach war es wirklich einfach nur noch Wintrading, was sie betrieben haben. Es ist wirklich einfach nur noch Wintrading und damit auch rein von den Regeln her natürlich hohes Risiko für sie jetzt natürlich gebannt zu werden, gar keine Frage. Die Supercell ist natürlich Ausblick, muss am Ende schauen, also ich sag ehrlich, es ist auch eigentlich schon ziemlich eindeutig Wintrading. Und jetzt wird's noch interessanter, jetzt schauen wir nämlich auf den Club dieses Dynamikes. Erstmal übrigens, die haben extra scheinbar, lol, was ist denn das übrigens für ein Account, wieso ist da jeder Brawler auf Null? Die haben scheinbar extra ihre zweiten Accounts nämlich benutzt, weil die eben schon wussten, dass sie dafür gebannt werden können und eben nicht ihre Main-Accounts, weil man muss ja auch erstmal so hoch natürlich trotzdem pushen, um dann sich nur noch selber gegenseitig facen zu können. Und jetzt schaut übrigens in den Club. Da steht, Dear Debs, also liebe Entwickler, also an die Entwickler von Brawl Stars schreibt er hier. Er sagt hier, bitte bringt das Matchmaking-Cooldown wieder auf 24 Stunden zurück, das war, wie es vorher war. Mit freundlichen Grüßen, besorgter Spieler. Das bedeutet, er richtet sich an der Stelle direkt an die Entwickler und sagt ihnen eben, das Matchmaking, wie es jetzt so ist, ist nicht gut. Das kann nicht so bleiben und zeigt eben mit diesem Account oder diesem Weltrekord den Entwicklern auf, ja, dass es eben auf gar keinen Fall so bleiben darf. Und das ist ja eigentlich an sich sogar eine positive Sache, weil er damit eben direkt gezeigt hat, wozu dieses neue Matchmaking-System führen würde. Dass man instant einen Gegner findet und vor allem natürlich sich mehrfach gleich rausfacen kann. Das Ganze ist eben, wie gesagt, aber auch nur eine Notlösung von Supercell gewesen. Ja, weil eben die Spielerzahlen zu hoch waren, ansonsten man gar kein Match mehr gefunden hat. Aber jetzt so ist das Ganze natürlich völlig eskaliert und Trophäen sind praktisch ja so gut wie wertlos geworden. Dadurch muss man wirklich sagen, ne? Die anderen dagegen sind einem Clan Kayat Windtrader. Keine Ahnung, das ist irgendwie jetzt, das ist irgendwie komisch. Also ihr müsst wissen, das hier ist Kayat, ne? Das ist so ein größerer Brawl Stars YouTuber, der auch öfters krasse Trophäenrekorde aufstellt. Und da behaupten sie jetzt, dass er Windtrader wäre. Kann einfach nur sein, dass sie damit reintrollen, keine Ahnung, man habe ich jetzt, also man hat keine Beweise oder sonst irgendwas dazu, oder Hinweise oder sonstiges. Kann einfach sein, dass sie sauer sind, weil er eben gesagt hat, dass sie Windtrader sind. Aber es ist ja offensichtlich, dass die Windtrader sind. Also man sieht es ja auch an der, an den Kampflog, haben wir gerade eben gesehen. Und auch hier sehen wir übrigens, ne, die Accounts von denen sind alle so. Die wussten schon ganz genau, was sie machen. Die gehen extra auf zweite Accounts. Und, Junge, das ist der einzige Brawler, den sie hoch haben. Das ist unfassbar. Es ist wirklich, wirklich unfassbar, was hier gerade passiert. Das sind wirklich alles 0-Trophäen-Accounts mit 4.700 Trophäen-Brawlern drauf, weil sie eben wussten, wir würden traden und brechen damit die Regeln von Supercell und werden wahrscheinlich gebannt, aber wollen eben auf diesen Bug hinweisen. Nicht auf diesen Bug, sorry, sondern auf dieses neue Matchmaking, die Fehler dieses neuen Matchmakings hinweisen. Wie gesagt, das Ganze ist aber nur eine Notlösung, darf man nicht vergessen, also ich glaube, die Entwickler sind sich schon bewusst, dass es auf jeden Fall nicht auf Dauer so bleiben soll. Eigentlich ist er halt auch der Einzige, der in diesem Club drin ist, ne? Also vielleicht wäre er auch der Einzige, der sich das dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, oder es ist vielleicht auch ein bisschen ein Versuch, damit eben, dass natürlich der Account nicht gebannt wird. Ob das wirklich ein Hinweis darauf ist, dass das Matchmaking nicht gut ist, ich glaube, das ist ihnen vielleicht auch schon bewusst. Weil jetzt passt auf, wozu das Ganze geführt hat, denn auch auf 1250 Trophäen, also auf Rang von 30 Niveau, hat man jetzt sofort einen Gegner gefunden. Davor musste man vielleicht 5 Minuten auf den Gegner warten, auf den passenden. Und hat jetzt direkt auch Gegner auf teilweise 700 Trophäen gefunden. Auf 1250. Also hat total schnell Games gefunden und gegen viel schlechtere Gegner spielen müssen. Und ich habe jetzt nur mal Shelly ausgewählt. In Deutschland. Normalerweise haben, ich kann es schlecht schätzen, so 10 bis 20 Leute Rang von 35 damit. Ja, sind ein paar, die es gepusht haben, würde ich sagen. Also hier sind es schon so 80 auf jeden Fall. Und auch alleine, wenn man ganz nach unten scrollt, sind es hier 1066. Okay, das geht sogar, aber vor allem 35er halt sehr viele. Oder auch Edgar sehen wir hier. Ich meine, das ist jetzt nur Deutschland. Wie viele denn auf 35 haben? Normalerweise bist du mit dem 35er weltweit, glaube ich, schon mal schnell Top 10 gewesen. Es sind hier schon irgendwie 70 Leute mit 35er dabei. Es ist unfassbar, wie viele Leute Rang 30 oder 35 dann damit locker gepusht haben. Weil es einfach nur noch so schwierig war, einen 35er zu pushen, wie vielleicht davor einen Rang 30er. Und Rang 30er war zu dem Zeitpunkt vielleicht so leicht wie 900 Trophäen oder 800 Trophäen. Also viel leichter als davor, auf jeden Fall. Und vor allem viel schneller. Und so könnt ihr jetzt sehen, wie ich meinen ersten Brawler auf 1300 Trophäen pushen will. Also 50 Trophäen über Rang 35 innerhalb kürzester Zeit. Ob das gelingen wird, seht ihr jetzt. Und natürlich auch die Info, wie es mit dem Matchmaking weitergeht. Okay, Instant Matchmaking. Ich habe keine Ahnung, was wir für Gegner kriegen. Wir sind bei über 1250. Wir haben nicht mal Larry und Laurie zum Beispiel direkt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie hoch die jetzt sind.
Die können wahrscheinlich jetzt auch nur auf 1000 oder so sein, oder? Hä? Man kriegt 600er Gegner auf manchen Höhen sogar nur. Oh mein Gott, sind die jetzt nicht gut? Wir sind auf 1260. BTF! Deswegen pushen die auch alle so schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Supercell, was habt ihr getan? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, mussten die es pixen. Weil irgendwie zu viele Spieler drin sind, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt eskaliert es hier komplett. Oh mein Gott. Wir pushen jetzt den ersten Brawl auf 1000. Oh mein Gott. Na, ganz leicht ist dann doch nicht. Okay, müssen wir schauen, wie hoch die gleich sind. BTF? Das kann nicht sein. Gadget. Ah, Hyperchat. Also so... Oh, wenn wir trotzdem verlieren, ist peinlich. Ich weiß nicht, an wem es gerade liegt, ehrlich gesagt. Eigentlich müssen wir es holen. Oh shit, wenn wir es jetzt verlieren, auf der Höhe ist richtig bitter. Kriegen wir richtig Minus. Wir müssen gewinnen, müssen gewinnen. Ich hab leider die Ult auch gewastet. Nice, gute Hits, gute Hits. Konzentrieren, konzentrieren, Leute, komm. Schöner Kill vorne, schöner Kill. Schön konzentrieren. Hab ihn fast bekommen. Ich werfe jetzt hier die Ulti hier rein. Ich passe den Ball nach vorne. Oh, nice, Junge. Wir haben wirklich gewonnen. Das kann nicht wahr sein. Hä? Wie hoch waren die denn jetzt? Oh, der eine war richtig krass. Wir sind bei 1260 zum ersten Mal. Kampflog. 880! Wir hatten hier nach einer Sekunde. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Okay, konzentrieren. Ich kann es nicht fassen. Die sind total einfach zu besiegen. Wir sind auf 1000. Junge, das müssen die aber wieder fixen bald. Das kann nicht. Oh mein Gott, ich hab verkackt. Nice, wichtig, sehr gut. Das müssen wir holen. Der erste Brawl auf 1300 einfach. Und dann pushen wir direkt noch einen Rang 35er. Das ist das Krasseste, was sie jeden Brawl Stars gemacht haben. Überleg mal, wie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind Free Tours eigentlich, oder? Oh mein Gott. Was? Wir sind auf 1300 gleich. Ich weiß gerade nicht, was wir jetzt machen sollen am besten mit dem Bug. BTF. Ja, schön hier. Jetzt macht mein Bot den Job hier auch. Sehr gut. Hat noch gekillt. 2-0 easy. Was? Das werden die bald ändern wieder. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Oh mein Gott, deswegen pushen auch alle so schnell. Jetzt gewinnen sind wir so bei 1280 oder so, glaube ich. Ich muss erstmal ein bisschen konzentrieren. Irgendwie ist es total während alles. Schön. Oh, der Shit, okay. Spiel den Ball hoch. Oh. Holy. Nice. Schöne Ult, Otto. Ich bin die ganze Map, by the way. Denke ich. Ja, mach, dann kann ich besser. Ja. Okay, 2 AP, oh, ja. Junge, 2 AP. Also 2 AP und 5 AP ist so crazy. Oh, jetzt war mein Gott. Na, dieser Doppelgänger hat alles getankt. Ja, der nice. Ist wichtig. Nice. Mit 1300 einfach, ich fass es nicht. Geil, Mann. Ich bin oben links. Digga. Oh, zu früh. Geile Ult, schön, Max. Pass. Okay. Junge. BTF. Warte, Pass. Sure. Nice. 2-0. Das ist gut. 1271. Jetzt mal auf Ernst. Ich meine, ich muss es jetzt ausnutzen. Bin froh, dass ich überhaupt mitbekommen habe, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Das ist das Krasseste, so was in den letzten Jahren passiert ist. War das gestern auch schon? Ich verstehe es noch nicht. Ja, gestern 12 Uhr so ist angefangen. Mittags? Ja. Ich glaube, ich hab's gar nicht mitbekommen. Oder war ich noch in der Schule auf chillig? Ich habe gestern auch gestreamt, es hat mir irgendwie gar keiner gesagt. Ich hab's gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Irgendwann hat es halt angefangen zu laggen, dann war es irgendwann plötzlich Matchpoint. Da wurde Tweet gemacht auf Twitter. Nice. Oh, das muss auch das ist schlecht werden. Schöne Ulti. Oh, nice. Oh. Let's go. Boah, wichtig. Lass mal rechts pushen. Oh mein Gott. Er weiß noch nichts von mir. Kommt nicht zu nah an mich ran. Das war dumm, sorry. Leon unsichtbar mit Hyper. Leon unsichtbar rechts. Ich probiere irgendwie auszuweichen. Ja, ist mein Fehler. Oh. Nicht die Streak verlieren. Oh, ah, okay. Schade, Mann. 1-1. Ja, das ist mein Fehler. Okay, jetzt ist auch Ulti, ich muss aufpassen. Ich hab schlecht gespielt gerade. Du bist auch Ulti. Nice. Gadget, wichtiges Gadget, sehr schön. Ja, sehr gut, das war wichtig. Ich hab die Ultis ausgecancelt gegenseitig. Oh Mann. Wir dürfen halt vor allem jetzt keine Ult feeden, sonst wichtig. Ich hab Lags gerade. Lol. Keine Ahnung. Ja, schade. Jetzt geht's wieder. Schön. Nice, ja, glaube jetzt aufpassen hier. Ich versuch den Ball zu holen. Ich bin oben doof, wenn ihr mir mit Ulti hochpassen könnt. Nee, keine Chance, unten noch Gegentor sonst.
Boah, muss ich aufpassen, das ist Ulti, ich mich keine. Leon Hyperchart, let's go, Emil. Oh mein Gott. Stark, Mann, stark, stark, stark. Okay, wir sind jetzt bei 1000. Underdog? Was, wie Underdog? Jo, die waren krass, aber die waren krass, die waren alle auf über 1400. Okay, 1288. Komm, zwei Spiele für 1300. Die letzten zwei Spiele damit jetzt für 1300 Trophäen. Das ist nicht zu fassen. Gerade eben, die waren auf 1500, die wir geschlagen haben. Auf geht's. Okay, komm mal, wir brauchen jetzt vor allem so schnell es geht die Ulti. Wir brauchen jetzt erstmal die Ulti so schnell es geht. Sehr schön auch einen anderen Larry und Lowy schon mal treffen am besten. Ah, die gehen direkt jetzt sehr offensiv rein, aber ich habe schon fast die Ulti dafür. Was ist hier auch schon mit der Ulti leider? Komm, ein Hit, komm. Sehr gut, Ulti rein. Nee, Rip. Schade, Mann. Komm, 0-1. Hab ich leider auch die Ult ein bisschen gewastet oder sehr gewastet leider. Ist okay. Oh, aufpassen. Ich hab auch gleich Ulti. Ich hab Ulti, sehr gut. Was? Fährt mein Bot auch jetzt hier rein. Oh mein Gott. Nice! Okay, wichtig. Das sieht doch nicht gut aus für uns, wir müssen es echt aufpassen. Wir kommen. Ja. Was mit Stun? Liegt immer noch hinten, aufpassen, oh mein Gott. Schön. Mein Bot noch reinwerfen, das ist sehr gut, das wird richtig, richtig Druck mit dem Bot. Nice, go. Nice. Sehr gut, haben wir rausgenommen. Ist Tor? Ich lauf durch. Okay, wenn du schaffst, Bast gleich mit schaffst du? Nice! Sehr schön, let's go! Okay, wenn wir jetzt schießen, sind wir ein Game vor 1300. Dafür, dass ich Full HP war, haben die mich ganz schön One-Shot noch gekriegt. Nice. Ich hab leider keinen Stun mehr, wir müssen irgendwie gegen Bast rausmachen. Von mir kannst du nicht. Ja, ich seh's. Ja, ich bleib bei dir, Arthur. Cover dich. Ich spiel jetzt mal rechts. Ich geh jetzt hier in die Wand, ich kann es hier ein bisschen. Na gut, leider. Oh, Cold Hyper-Charge ist schwierig. Hat mich leider, glaube ich. Oh nein. Schön. Oh mein Gott, schön. Ich hab Hyper. Oh, nein, ich muss nicht. Ich lauf nicht. Okay, wir haben rechts. Wir spielen jetzt von rechts das Game. Mhm. Was? Zwei Games für 1300, komm. Oh nein, das Ult platziert. Wie unfair. Ist das schon neben mir? Unschuld. Schön gemacht. Eine für die Ulti. Ey, ich hab fast die Ulti. Hab Ulti. Das ist sehr gut. Alles sehr schön. Hab ihn zurückgezogen, das ist sehr gut jetzt. Nice. Ich hol den Ball aus der Ecke raus. Bleib am Leben. Auf durch. Ich hab einen Stun, Hab ihn! Ja, er hat mich gestunt, hä? So gut. Geil, Mann. Okay, wir sind ein Game jetzt vor 1300. Ich fass es nicht, 7er Streak in 15 Minuten. Okay, auf geht's. Entscheidendes Game für 1300 Trophäen in unter 15 Minuten. Matchmaking ist immer instant, es ist unfassbar. Sehr gute Hits direkt für mich. Das kann nicht wahr sein, Junge. So was hab ich echt noch nie erlebt. Wieder wichtige Hits, habe ich ihn rausgenommen, ich mache direkt hier die Ulti, die war wasted. Ja, aber wasted, egal. No. Oh, doch nicht wasted scheinbar. Gadget nochmal. Alles gut. Hallo. Sehr gut. Ich komm. Ah, gut, rausgenommen, das kann ich normal arbeiten. Ah, Schattenwelt. Shit, da gut gemacht. Ja, das ist gut. Ah, schade, Mann. Oh mein Gott, das müssen wir echt aufpassen, als ob wir das nicht gescored haben. Und direkt die Ulti. Hab ich auch nicht aufgeworfen, egal. Oh mein BTF, Gott. BTF, nein! Oh mein, egal, komm, ein Tor für 1200. Ich will echt nichts sagen, ich spiele ja bisher viel schlechter als wir so eigentlich. Nice, komm, jetzt hab ich direkt die Ulti. Das ist einfach Charge, ja, schaffen wir. Komm, 1300 jetzt. Ich bin eigentlich. Oh mein Gott, ich hab mich zu sehr hinten lassen leider, egal. Ich heal kurz, sehr schön. Rein. Ja, Junge, stark von euch, ich hab ja gar nichts machen müssen. Let's go! 1300. Sehr schön. Was geht heute ab? Wir haben wirklich 1300 geschafft. Okay, was ist jetzt der aktuelle Stand? Ich habe tatsächlich an diesem Abend noch einen weiteren Rang 35er gepusht. Auf dieses Video könnt ihr euch noch freuen. Aber tatsächlich wurde das Matchmaking schon während dem Push gefixt. Das heißt, ich habe dann auch schon 4 Stunden gebraucht für den 35er. Also der Push war am Ende eigentlich ein komplett normaler 35er Push. Vielleicht ein Ticken einfacher. Aber tatsächlich ist das Matchmaking inzwischen wieder ganz normal. Ich vermute, dass wir das in den Griff bekommen haben. Und die Server, ich weiß nicht, wie das genau abläuft. Die Server wahrscheinlich dementsprechend darauf vorbereitet haben, vielleicht mehr Kapazität gekauft haben. Das heißt, an alle, die sich jetzt darauf freuen, natürlich dieses Matchmaking auszunutzen, es war tatsächlich am Ende nur ungefähr 36 Stunden im Spiel. Also von Freitag 12 Uhr bis Samstag ungefähr 22 Uhr was drin. Wenn ihr auf jeden Fall auch in Zukunft nichts mehr zu Brawl Stars verpassen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Und ansonsten, wenn ihr mich supporten wollt, gerne ganz rechts im Shop meinen Creator-Code eingeben, und zwar Jojonas. Und dann könnt ihr euch bald freuen auf das Rang 35 Push-Video und welchen Brawler ich gemacht habe, haben vielleicht auch schon einige mitbekommen. Bis dahin, haut rein, danke für den Support, da ist noch der Abspann verlinkt und bis zum nächsten Video. Ciao!